Viele Stimmen versuchen uns so ein bisschen diese sich zu verstellenden Weg abzubringen und sagen, es gibt einen Weg zu Gott, der viel einfacher und viel leichter ist. Wir brauchen nicht das Kreuz, wir brauchen nicht die Buße, wir brauchen nicht die Umkehr, wir brauchen nicht die Transformation durch den Heiligen Geist, sondern es geht auch anders. Steigen wir ein in den dritten Teil und beschäftigen mit uns, dass Jesus Christus sagt, ich bin der Weg. Durch Jesus kann ich das Ziel meiner Bestimmung erfüllen. Durch Jesus komme ich dort an. Weil dort ein Papa im Himmel sitzt, der mich liebt und der auf mich schaut und der dafür sorgt, dass ich dieses Ziel auch erreiche, wenn mein Herz offen ist ihm gegenüber. Und auf das darf ich mich immer wieder stellen. Auch immer, wenn der Feind kommt mit seinen Einflüsterungen und sagt, das schaffst du nicht, was hast du da wieder für ein Semmel gemacht und so weiter. Und dann sagen, ja, stimmt, hast absolut recht, aber da gibt es jemand, der auf mich schaut und der mich liebt und der für mich sorgt und der mich auch durch all die Wirren dieser Zeit durchträgt. Und der kein Problem hat, wenn ich mal irgendwie einen Schlenkerer mache und wenn mein Herz offen ist, dass er mich auch immer wieder zurückführt auf diesen rechten Weg. Ich möchte jetzt mit euch nochmal uns bewusst machen, wir brauchen diese Richtlinie, wir brauchen jemanden, der uns hilft, wir brauchen einander. Ganz, ganz wichtig auch, weil alleine verirre ich mich, ich werde euch ein Beispiel noch bringen dafür. Und dann schauen wir uns an, wie diese Dinge auch so hineinspielen, auch in unsere christliche Welt hinein. In Matthäus 24, da sagt Jesus, das sind diese berühmten Endzeitreden, lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus, und sie werden viele irreführen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Wenn Jesus sagt, viele werden in meinem Namen auftreten, dann glaube ich nicht, dass da die Leute kommen und sagen, ich bin der Christus, ich bin der Christus. Aber sie werden auftreten und sagen, es gibt einen Weg zu Gott, der viel einfacher und viel leichter ist. Wir brauchen nicht das Kreuz, wir brauchen nicht die Buße, wir brauchen nicht die Umkehr, wir brauchen nicht die Transformation durch den Heiligen Geist, sondern es geht auch anders. Als Jesus in der Wüste war und der Satan gekommen ist und ihn versucht hat, hat er gesagt, schau, du kannst das alles haben, du bist gekommen, du willst die Welt, du willst der Herr dieser Welt sein, gebe ich dir, kannst du haben. Du musst nicht das Leiden ertragen, du musst nicht ans Kreuz gehen, alles nicht notwendig, fall einfach, bet mich einfach an und dann hast du das Ziel erreicht. Und Jesus hat Gott sei Dank, ist er nicht diesen Weg gegangen, sondern er ist diesen Weg mit Gott gegangen, auch wenn er hart und schwierig war und er schlussendlich Blut geschwitzt hat in Gethsemane. Aber dadurch hat er um der vor ihm liegenden Freude willen diese Schmach und Schande am Kreuz ertragen, weil er gewusst hat, was da rauskommt und was das bedeutet und was das bewirken wird. Und viele Stimmen versuchen uns so ein bisschen diese sich zu verstellenden Weg abzubringen. Meine Frau und ich waren 2019 in Utah in der Wave. Die Wave ist eine spezielle Formation von Gestein, unglaublich schön, unglaublich toll. Es dürfen pro Tag nur 20 Leute da hinein, weil das Zeug so empfindlich ist und also ist so Sandstein. Diese ganzen Rillen da und 10 werden übers Internet verlost, das ist über Jahre schon ausgelost und 10 werden direkt vor Ort verlost, 10 Leute pro Tag. Da sitzt in einem Raum, da sind 100 Leute drin und dann werden die Dinge gezogen und wenn eine Familie vor dir ist mit 10 Kindern, dann 5 Kinder, sagen wir mal so, dann sind die meisten Karten schon weg. Aber
echt ein Geschenk, wie Gott uns da hineingeführt hat. Und ich bin dorthin gegangen, ich will gar nicht die ganze Geschichte jetzt erzählen. Und wir haben tatsächlich sind gezogen worden, meine Frau und ich. Meine Frau ist noch im Bett gelegen, ich bin da, wir sind erst um 3 in der Nacht angekommen dort an diesem Ort. Und dann haben sie uns zur Seite genommen, die das große Los gezogen haben. Da haben wir uns erklärt, auf was wir achten müssen. Also du darfst da hineingehen, du musst mindestens 4 Liter Wasser pro Person dabei haben. Du musst salzhaltige Lebensmittel dabei haben, das ist mitten in der Wüste. Und das Wasser alleine trinken reicht nicht, weil du eben nicht nur dehydrierst, sondern auch die Mineralien, die du verdunstest, nachgefüllt werden müssen. Du darfst nie deinen Rucksack irgendwo hinlegen, immer bei dir haben. Trenn dich nie, immer zusammengehen, sonst kann es passieren, dass du dich verirrst. Wenn du da hingehst, schau immer wieder auch zurück, weil der Weg zurück schaut ganz anders aus wie in die Richtung. Haben wir gemacht, wir sind da hingekommen, ist irgendwo im Nirgendwo, sind diesen Weg gegangen, meine Frau und ich, und kommen dann in diese Wave hinein und wir sind am Ziel, oder? Und am Ziel haben wir uns hingesetzt, die Rucksäcke abgestellt, ein bisschen was gegessen, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich drehe da Runde, ich gehe da hinein in die Wave, habe so eine Runde gedreht, bin da hinten rauf, so, und dann von der hinteren Seite wieder zurückgekommen. Komm da hin, sehe, da sind unsere 2 Rucksäcke da. Meine Frau ist weg, okay, die wird da hineingegangen sein in die Wave, sitzt dort und die kommt nicht. Ich sage mal, geh dann in die Wave hinein und schau mal die Dinge, find sie nirgends. Denke, ich gehe wieder zurück zum Rucksack, wahrscheinlich wird sie schon da sein, sitzt dort und die ist nirgendwo herum. Und nach einer gefühlten Ewigkeit kommen auf einmal 2 Ranger um die Ecke hinten dran, meine Frau. Und bringe meine Frau zurück. Ist die da in diese Wave hineingegangen, was baff von dieser Schönheit alles angeschaut und da herumgestiefelt und irgendwann dreht sie sich um und denkt sie, wo bin ich? Schaut die ganzen Fotos an auf ihrem Handy, ob sie irgendwas erkennt. Das sind ganz viele so kleine Canyons und merkt, sie weiß nicht mehr, wo sie ist. Kriegt die Panik, fängt an zu brüllen und zu schreien und kein Mensch hört sie. Du hörst nichts dort. Das ist einfach da in diesen Dingen drin, das Verhalt. Völlig verzweifelt. schreit weiter und hat das unglaubliche Glück oder die Führung Gottes, dass 2 Ranger auf dem Berg oben waren und vom Berg runtergekommen sind. Und weil sie oben waren, haben sie sich schreien gehört. Und haben dann zu ihr geschrien, sie soll sofort stehen bleiben, sie kommen runter und haben sie dann wieder zurückgebracht in diese Wave, wo ich dann auch war. Mir ist dann erst im Nachhinein bewusst geworden, dass Gott wirklich ihr Leben gerettet hat. Bis ich nämlich da aus dieser, also in der Wave selber kannst du sowieso niemand herumschicken, die verirren sich ja alle. Und bis du da mal draußen bist, durch die Wüste wieder durch beim Auto und irgendwo zu einem Punkt kommst, wo du wieder Handyempfang hast, sind 2 Stunden vorbei. Bis die Rettungskräfte da reinkommen, noch einmal. Und vor ein paar Jahren hat ein Sohn und ein Vater waren da drin. Und der Sohn hat gesagt, wir müssen dorthin auf dem Rückweg. Und der Vater hat gesagt, wir müssen dorthin. Und sie haben sich getrennt und den Vater haben sie nur noch tot gefunden. Wir brauchen manchmal diese Orientierungspunkte von außen. Wir brauchen diese Stimme von oben, die uns auch immer wieder sagt, hey, das ist der Weg, den geh. Wir brauchen das im Geistlichen genauso wie im Natürlichen. Und da gibt es so viele Stimmen, die uns da immer wieder auch das Ziel vernebeln. Und wir haben vorher schon gesagt, es sind nicht immer nur die Gegenstimmen, sondern sie kommen oft auch von innen heraus und haben gute Argumente. Vielleicht auch ganz kurz, was sie vorher gesagt hat. Also viele von diesen Leuten, die so Bücher geschrieben haben, die haben echt super Gedanken. Sollen nicht alles einfach verteufeln, aber wir sollen die Dinge prüfen und das Gute behalten. Es ist gut, sich manchmal mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und es kann den Horizont erweitern, und weil das kluge Köpfe sind. Aber es geht heute eben auch viel darum unter dem Motto, wie kann ich das Evangelium,
den Menschen auf eine Art und Weise bringen, dass sie es annehmen können? Wie kann ich Brücken bauen? Was gute Ansätze sind, wenn sie eben nicht dazu führen, dass ich mit den Kernwahrheiten Kompromisse schließe. Es hat eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Sinus-Milieu-Studie. Ist eine Studie, die schon älter ist, wo es darum gegangen ist zu sagen, hey, es gibt so in Deutschland 10 Milieus, wird in Österreich gleich sein, und das sind so ähnliche Gruppen, Bevölkerungsgruppen, ähnlicher Hintergrund, Interessen und so weiter. Und wir als Kirche erreichen nur 2 von diesen 10 Milieus. In die anderen kommen wir gar nicht hinein. Und der gute Ansatz daran war noch zu überlegen, ja, was müssen wir denn tun, dass wir auch die Menschen von diesen anderen Milieus erreichen. Und das ist ein guter Ansatz. Ist echt super und wichtig, dass wir uns das fragen. Und es passt auch, wenn ich dann hergehe und sage, brauche ich eine zeitgemäße Sprache, wie kann ich die Menschen abholen und so weiter. Aber es wird kritisch dort, wo ich dann versuche, ein Evangelium zu kommunizieren, das eben nicht mehr anstößig ist. Wo ich alles rausnehme, was so irgendwie das, die Folter und das Blut am Kreuz und dass da einer für mich ans Kreuz genagelt wurde und dass ein Vater seinen Sohn geopfert hat, das kann man doch heute einem modernen Menschen nicht mehr zumuten. Aber wenn ich diese Dinge wegnehme, dann gibt es auch keine Erlösung und keine Errettung mehr. Wenn ich diese Dinge, die Kerndinge herausnehme, kann es sein, dass ich Leute erreiche. Keine Frage. Aber die Frage ist, wo werden diese Leute mal dann schlussendlich landen? Finden sie diesen Weg auch in die Ewigkeit hinein? Die 2 Zitate, die mir schon sehr zu denken gegeben haben, das eine ist von einem hohen Würdenträger, katholischen Würdenträger in Deutschland, ein Bischof, der auf die Frage eines Reporters, der gesagt hat, ja, wie ist denn das jetzt mit, kann man das noch so sehen, da das mit dem Kreuz und die Folter und dass da Gott seinen eigenen Sohn da sterben lassen hat am Kreuz, kann man das heute noch so sehen? Und der hat gesagt, nein, das kann man heute nicht mehr so sehen. Ich lese mir einmal vor, was sein deutscher Kollege, auch einer von den ganz Hohen aus der evangelischen Kirche, gesagt hat auf diese Frage, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben? Und dieser hohe evangelische Würdenträger hat in diesem Magazin Chrismon, das ist so dieses Magazin der evangelischen Kirche, gesagt auf die Frage, ist Jesus für uns gestorben? Nicht im Sinne von einer stellvertretenden Übernahme von Strafe. Diese Aussage fordert mich vielmehr dazu auf, zu begreifen, wer Jesus und Gott für mich sind. Der Tod Christi hat an sich keine Qualität. Er ist Ausdruck dafür, dass Gott in Jesus Christus bis zum bitteren Ende des Lebens ganz Mensch blieb, damit wir Menschen uns auch in unserer Todeserfahrungen von Gott begleitet wissen. Die Auferstehung Jesu interpretiert auch unser Sterben. Nicht der Tod hat das letzte Wort über mich, sondern das Leben. Ich halte nichts von Interpretationen des Kreuzestodes, die sich im Leid suhlen. Und auf die Frage des Reporters, wie er dann den Film Passion von Mel Gibson sieht, da sagt er, ja, genau das ist völlig daneben. Der Film verkürzt das Kreuz auf das Leiden. Das Leiden muss zwar erlitten werden und das ist schlimm und bitter, aber es hat keinen Wert an sich. Gott braucht das Kreuz nicht, sondern wir Menschen brauchen es, damit wir erkennen, dass wir solidarisch handeln müssen. Wenn ich das Kreuz nicht mehr brauche, wenn der Tod Jesu an sich keine Qualität hat, dann ist das alles hinfällig. Für was ist er dann gestorben? Warum musste er auf diese Erde kommen und Mensch werden?
Aber wenn dieses Kreuz nicht mehr existiert, dann existiert auch nicht dieses stellvertretende oder das stellvertretende Sterben Jesu Christi für meine Schuld. Und wenn er nicht für meine Schuld gestorben ist, ja, wer hat sie dann weggenommen? Oder ich gehe davon aus, dass der Mensch eh grundsätzlich gut ist und keine Schuld hat. Und wenn ich das glaube, das darf ich natürlich, aber die Frage ist, welche Konsequenz hat das noch für mein Leben? Also ganz ehrlich, wenn ich auf mich schaue, dann bin ich immens dankbar, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und dass nicht ich gerade stehen muss für die Dinge. Selbst wenn ich mich anstrenge, selbst wenn ich versuche, die Dinge gut zu machen, weiß ich, dass ich es nicht schaffe. Ich habe euch erzählt, dass wir durch eine Ehekrise gegangen sind und wie oft ich dort erlebt habe, dass ich Dinge tue, wo ich mir gedacht habe, mir ist so gegangen wie der Paulus, der da sagt, das, was ich tun will, tue ich nicht und das, was ich nicht tun will, passiert mir ständig. Und ich weiß nicht, warum. Ich streng mich an, ich versuche es, ich will ja, und es geht nicht. Weil ich durch den Sündenfall Teil dieser gefallenen Schöpfung bin. Und ich kann ein gutes Leben leben und versteht mich nicht falsch, es gibt viele Leute, die nicht gläubig sind und ein gutes Leben führen. Absolut, Hut ab, ich staune, wie die das hinkriegen und auf die Reihe kriegen. Wie die ihre Beziehung auf die Reihe kriegen ohne Jesus Christus. Ich und meine Frau, wir kriegen sie nicht auf die Reihe. Und wir sind sehr dankbar, dass wir da immer wieder einen Mittelpunkt haben, wo jeder wieder an sich arbeiten muss und sagen muss, Herr, ich will mit dir im Reinen sein und das bringt uns dann auch wieder zusammen. Versteht mich nicht falsch, wir müssen die Bibel auslegen. Es ist wichtig, die Bibel im Kontext zu sehen. Es ist wichtig zu sagen, okay, wer waren die Adressanten, an wen wurde das geschrieben? Es ist wichtig, sich zu den Augen führen, was war das für eine Kultur damals? Es ist wichtig zu sehen, in was für einem Stil ist es geschrieben? Geht es da jetzt um Apokalyptik oder geht es da um ein Reden Jesus? Oder geht es da um ein Gedicht oder das Hohe Lied? Und natürlich muss ich die Dinge unterschiedlich sehen und kann nicht eins zu eins das für mich nehmen. Das ist ja Schmarrn. Keiner hoffentlich glaubt, dass man die Bibel immer eins zu eins auslegen kann, weil sonst muss ich glauben, dass Jesus Christus eine Henne ist und seine Küken unter seinen Flügeln hat. Dass das symbolisch gemeint ist, verstehen wir ja, oder? Und eine gesunde Auslegung ist wichtig und wir brauchen auch neue Methoden, moderne Sprachen. Es ist wichtig, dass wir uns überlegen, wie können wir die Menschen heute erreichen. Und die Methoden dürfen sich auch ändern. Die Sprache darf sich ändern. Aber nicht der Inhalt. Der Inhalt bleibt der gleiche. Und da kann ich nicht beliebig herumdrehen, wie ich möchte. Kann ich schon, natürlich, steht mir auch frei, aber die Konsequenzen davon sind halt, dass ich dann nicht mehr mit dem Herrn, dass dann nicht mehr Jesus Christus im Zentrum steht, sondern wie wir vorher schon gesagt haben, dann sage ich, wo es lang geht, oder? Und wenn ich sage, wo es lang geht, dann ist nicht mehr der Herr auf dem Thron, sondern, also wenn ich Gott sage, was zu tun ist und wie die Dinge zu verstehen sind, dann bin ich derjenige, der sagt, wo es lang geht, oder? Die Inhalte dürfen sich nicht verändern und darum sagt auch Jesus Christus im Lukas 16, 17, eher werden Himmel und Erde vergehen, als wie das auch nur ein Strichlein von meinem Wort vergehen wird. In aller Interpretation, auch in aller Auslegung, auch, die wir brauchen und in den Dingen, die wir hinterfragen dürfen. Okay? Gott ist ja Gott sei Dank nicht einer, an dem man nicht Fragen stellen darf. Der nicht auch bereit ist, sich hinterfragen zu lassen. Aber letztendlich, in all den Fragen bleibt er übrig und sitzt auf dem Thron. Wenn wir hergehen und versuchen, alles Anstößige zu entfernen, entfernen wir damit schlussendlich auch Jesus Christus, weil ich weiß, also wenn du die Bibel liest, finde ich, da ist sehr vieles anstößig da drin. Also Jesus war nicht immer zimperlich.
Er sagt in Matthäus 24, in dieser Endzeitrede, ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Das ist anstößig, oder? Also, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen, sagt er. Das ist für mich, es gibt eine Bibelstelle, die ich lange irgendwie, mit der ich schwer gekaut habe. Das ist also die Bibelstelle, die cultural völlig irrelevant ist. Und die kommt von Jesus Christus selber. Er sagt im Johannes 6, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Ja, für uns 2000 Jahre später macht das ja alles Sinn, oder? Wir wissen, wie er es gemeint hat und dass ich jetzt nicht da irgendwo von meinem Nachbarn was abzapfen muss und mir eingießen oder sonst irgendwas. Aber damals, ich meine, ich verstehe das daraus, Vers 60 daraufhin sagten einige oder selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Ich meine, in der Kultur damals, mein Blut war ja absolut verböhnt vom Gesetz. Ja, das war ja Vorschrift. Und dann noch Kannibalismus. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ja, also wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich glaube, ich wäre auch gegangen. Und das Brutale ist, der Typ sagt nichts dazu. Wenn er wenigstens noch gesagt hätte, ihr versteht das jetzt im Moment nicht, aber wartet noch ein bisschen ab, noch macht das alles Sinn für euch, dann habe ich was, wo ich mich festhalten kann, oder? Sagen kann, okay, so lange warte ich noch zu, bevor ich gehe. Aber radikal nichts. Im Gegenteil, was sagt er zu seinen Jüngern noch weiter? Da fragt Jesus die 12, werdet ihr auch weggehen? Und dann sagt der Petrus etwas, was für mich der Schlüssel ist für das Ganze. Er geht her und sagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Also zumindest hat er darüber nachgedacht, oder? Und dann sagt er nur, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Was der Petrus eigentlich sagt, ist, Herr, ich habe keine Ahnung, was du da sagst. Ich verstehe es überhaupt nicht, was das heißen soll. Aber ich weiß eines, du bist der von Gott Gesandte und deine Worte sind Leben. Und ob ich sie jetzt verstehe oder nicht verstehe oder einordnen kann oder nicht einordnen kann, es bleibt dabei, es sind Worte des Lebens und vielleicht verstehe ich sie irgendwann, aber sie werden Leben für mich sein. Was der Petrus da macht, ist, dass er eigentlich ganz klar sein Knie beugt und sagt, du bist Gott, ich bin Mensch, ich verstehe überhaupt nicht, was du da sagst, aber ich vertraue dir, dass das, was du sagst, Leben für mich ist und zum Besten für mich werden wird. Und ich glaube, grundsätzlich brauchen wir auch diese Haltung. Wisst ihr, ich bin eigentlich sehr froh und sehr dankbar, dass Gott uns manchmal Dinge zumutet, die wir nicht verstehen und uns manchmal auch keine Antworten gibt auf meine Fragen, weil irgendwie macht ihn das auch zu Gott. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn auf meiner Ebene wer mir immer alles erklären würde, ich immer alles verstehen würde, er ist Gott. Und ich nehme in Demut auch zur Kenntnis, dass ich Dinge nicht verstehe. Und dass es Gott sei Dank einen gibt, der es versteht. Und der so viel höher steht wie ich und an dem ich mich festhalten kann und dem ich vertrauen kann, weil ich weiß, er will das Beste für mich. Er darf Gott sein und ich bin Mensch. Also mich entlastet das unglaublich.
dass ich nicht Gott sein muss. Dass diese Welt schon errettet ist und ich sie nicht mehr retten muss. Mit all den auch guten Anstrengungen, die wir sollen uns um die Welt kümmern und so weiter, Klima, all diese Dinge. Und trotz alledem habe ich nicht den Druck, dass ich jetzt der Messias sein muss. Egal wo es ist. In der persönlichen Begegnung weiß ich, ich darf einem vertrauen, der mein Gegenüber noch viel mehr liebt wie ich. In dem, wo ich den anderen nicht verstehe, wo vielleicht in der Gemeinschaft Dinge ablaufen, die ich nicht verstehe, oder man denkt, wieso sind wir da nicht schon weiter, darf ich Gott vertrauen, dass er einen Weg hat und dass er weiß, was er tut und dass er den richtigen Zeitplan hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es manchmal viel zu langsam. Was habe ich schon zu Gott gebetet, dass er mich verändern soll? Und ich würde mir das wünschen, so eine Woche. Eine Woche, wo er so alles durcharbeitet. Eine Woche Leid, eine Woche Schmerz und dann endlich der Durchbruch und es ist vorbei. Und manchmal geht es mir total auf den Senkel, wie viel Geduld er hat. Und dann gibt es wieder Zeiten, da bin ich so dankbar für seine Geduld. Und man denkt, ich bin so froh, dass du in all meinem Herummurksen immer noch langmütig bist und geduldig bist mit mir, immer noch auf mich schaust, immer noch deinen Weg gehst mit mir. Wir landen wieder bei diesem Kernproblem von uns Menschen, das wir schon angesprochen haben, und ich möchte kurz ein bisschen darauf eingehen. Wir haben von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gesprochen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der war ja auch dieses, muss man die Situation vorstellen, Gott hat den Menschen in dieses Paradies hineingestellt, hat gesagt, du darfst alles haben, es gehört dir alles. Es gibt keine Einschränkungen für dich, ich gebe dir Herrschaft. Du sollst die Tiere benennen, du kannst von jeder Frucht essen, du kannst dich austoben in dem Garten, wie du willst, bis auf diesen einen Baum. Dieser eine Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wenn du von dem isst, dann wirst du sterben. Und so wie wir Menschen sind, sehen wir von all diesen tausenden Bäumen und dieser Früchten und von dieser Vielfalt immer nur diesen einen da, der uns stört. Diesen einen, wieso darf man nicht von dem einen essen? Und der Feind ist dann ja auch nicht blöd und er kommt her und er sagt nicht, hey, alle schmarren, stimmt überhaupt nicht, du darfst ruhig davon essen. Sondern er geht her und sagt so, echt? Hat Gott das wirklich gesagt? Hast nicht du vielleicht was falsch gehört? Kann ja sein, dass du ihn nicht ganz verstanden hast. Denk doch nochmal drüber nach. Das tut dir sicher gut, dieser Baum. Ja, du wirst sein wie Gott. Und eigentlich möchte ja Gott, dass du so in dieser innigen Einheit mit ihm lebst. Und all diese vielen Argumente, und schlussendlich ist der Mensch von diesem Baum. Aber was er damit macht, ist eigentlich, dass er sich über Gott erhebt, oder? Er geht her und sagt, meine Moral, meine Ethik, meine Erkenntnis wird nicht mehr von dir bestimmt, sondern ich bestimme, was gut und böse ist. Ich entscheide, was gut ist für mich und was nicht gut ist für mich. Und wo es hingeführt hat, das haben wir ja. Das sehen wir ja. Wenn du die Zeitung aufschlägst, wenn du den Fernseher einschaltest, dann siehst du auch eine Welt, die manchmal, wo du denkst, die läuft echt aus dem Ruder. Und da werden wir morgen noch auch ein bisschen uns damit beschäftigen. Und indem es zu diesem Bruch gekommen ist, also zu diesem Bruch im Sinne von, wir gesagt haben, Gott, du bist nicht mehr unsere Quelle, sondern wir holen uns jetzt die Dinge von woanders, sind eigentlich unsere vier Beziehungen, die wir haben, zerbrochen. Es ist unsere Beziehung mit dem Herrn in Brüche gegangen. Es ist Scham hineingekommen. Adam, warum versteckst du dich, oder? Ich bin nackt, Herr.
Es ist unsere Brüche zu den anderen Menschen, unsere Beziehung zu anderen Menschen in die Brüche gegangen. Ja, Herr, die Frau, die du mir gegeben hast, oder? Die hat mir diesen Apfel gegeben. Eigentlich bin ich nicht schuld. Der andere. Vorher war noch schon vergessen die Beziehung zu uns selber. Oder diese Scham, die da hineingekommen ist, diese Wer bin ich, unsere Identität, die verloren gegangen ist, und als vierte Beziehung auch die Beziehung zur Schöpfung, mit der wir nicht mehr in Harmonie und in einer liebevollen, selbstlosen Verwalterschaft umgehen, sondern die ausgebeutet wird und zerstört wird sozusagen auch. Und als Jesus Christus gekommen ist, hat er diese vier Beziehungen wiederhergestellt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch mich kommt man zum Vater. Er hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Wir sind angenommen, unsere Sünden sind vergeben. Er hat uns befreit von dieser Schuld und von dieser Last. Ich kann aufrichtig das Leben gehen in diesem Bewusstsein seiner Gnade. Ich muss mich nicht dauernd schuldig fühlen, selbst wenn ich einmal was falsch mache. Er hat die Beziehung zu uns selber wiederhergestellt, seine neue Identität gegeben als Kinder, als Söhne und Töchter Gottes. Wir haben einen Vater im Himmel, nicht einen Herrscher, all diese Dinge auch, aber das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, beginnt unser Vater im Himmel, nicht unser Herr, unser König, unser Schöpfer. Sondern unser Papa. Er hat die Beziehung zueinander wieder in Ordnung gebracht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5,5. Und aus dem heraus, weil wir zuerst geliebt worden sind, können wir auch wieder lieben und Liebe weitergeben und auch die Beziehung zur Umwelt. Ich muss die Umwelt nicht mehr ausbeuten, damit ich meine Löcher stopfen kann, sondern ich kann auch in Harmonie der Schöpfung leben und sie gut verwalten und gut damit umgehen und einen fruchtbaren Garten draus machen und nicht eine Wüste, eine kahle. Wenn wir das annehmen, dass Jesus Christus der Herr ist, dann hat es eine ganz tiefe Qualität von Freisetzung in unserem Leben. Ich denke mir öfters, ich verstehe nicht dieses Problem, das viele Leute haben mit dem Älterwerden. Ja klar, es zwickt und es zwackt, es ist unangenehm. Aber hey, wenn ich denke, ich wäre wieder 20, ja. Und wir leben gut, versteht ihr? Wenn du auf dieser Erde, also wenn du da lebst und du hast Kleider am Leib, du hast täglich was zum Essen und du hast ein Dach über dem Kopf, da geht es dir besser wie 75% vom Rest der Welt. Und wenn du dann noch ein bisschen ein Geld im Sparstrumpf, in der Geldtasche oder auf dem Konto hast, geht es dir besser wie 92% der Weltbevölkerung. Das habe ich zumindest gelesen, ich kann die Statistik jetzt nicht nachprüfen und auch nicht, wie alt sie ist. Aber wir leben wirklich, uns geht es echt gut. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir uns so schwer tun, loszulassen, weil wir doch nicht ganz so sicher sind, was da auf uns zukommt. Aber älter werden zu dürfen mit dieser Freude, hey, da gibt es eine Perspektive, das Beste kommt noch. Älter werden zu dürfen und zu wissen, ich muss nicht alles in 80 Jahre hineinpacken irgendwie, damit ich das Gefühl habe, ich habe alles mitgenommen, was irgendwie notwendig ist, sondern ich weiß, hey, da kommt eine Ewigkeit, wo es noch so viel zu entdecken geben wird, so viel auch zu tun geben wird. Also ich werde nicht die nächsten 15 Millionen Harfe spielen auf Wolke 7. Wir werden Gott anbeten, ich glaube das von ganzem Herzen, aber ich glaube, da gibt es was zu tun.
das, was wir auf dieser Erde gelebt haben, N.T. Wright sagt uns das, er sagt, er glaubt, dass das, was wir auf der Erde tun und machen, eine Vorbereitung ist und wir von dem profitieren werden in dieser zukünftigen Welt, die kommt. Pack nicht die Koffer und warte, bis der Herr wiederkommt. Das ist sicher auch eine dieser negativen Auswirkungen von dieser Entrückungslehre. Es geht eh alles den Bach ab, für was soll ich mich denn noch anstrengen oder irgendwas tun? Weil das, was du tust auf dieser Erde, eine Auswirkung haben wird auf die Ewigkeit, wo wir mit Jesus Christus auch regieren werden. Ist Jesus der Herr in allen Bereichen unseres Lebens? Oder ist es nicht? Und ich glaube, das ist einfach auch das Segen dieses Lebens hier auf dieser Erde. Wir dürfen mehr und mehr in dieses Bild Jesu verwandelt werden. 2. Korinther 3,18 sagt, indem wir auf Jesus Christus schauen, der Schleier ist weggenommen von unseren Augen, und indem wir auf ihn schauen, ihn im Fokus haben, werden wir in sein Bild verwandelt durch den Heiligen Geist. Umgestaltet, Schritt für Schritt. Und da darf ich auch entspannt sein. Wenn ich meinen Enkel anschaue, dann lerne ich ein bisschen entspannter zu sein, weil ich da irgendwie so verstehe, ich bin geliebt, obwohl ich nichts und ich muss nichts dafür tun. Ich darf Dinge tun aus dieser Liebe heraus, aus diesem Angenommensein heraus. Lässt Gott mich mitgestalten an seinem Werk und er baut mich ein und wirkt durch mich in diese Welt hinein. Und ich stelle mich ihm auch zur Verfügung. Ich denke, das ist auch wichtig. Aber das bestimmt nicht meinen Wert. Und bin ich vor 14 Tagen 60 geworden und denke mir, Junge, so lange hat es gebraucht, bis ich langsam verstehe, zumindest so ein bisschen anhand meiner Enkel, was das heißt oder was das heißen könnte. Und wenn Gott mich so sieht, wie ich meinen Enkel, dann bin ich schon recht zufrieden, muss ich sagen. Das ist dann schon, da bin ich auf der sicheren Seite. Und er ist so viel mehr wie ich, oder? Ich in meiner Menschlichkeit und in all meinen Schwächen, und er ist Gott. Ich glaube, es wird an Wilhelm Busch zugeschrieben, der gesagt haben soll, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass Jesus Christus das Zentrum von allem ist. Die Hauptsache ist, dass er die Quelle ist. Und wenn er die Quelle ist, dann entwickelt sich alles andere aus dem heraus gesund. Und da darf ich ihm auch vertrauen, dass er das macht und dass er das freisetzt.